Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir beraten ja heute drei Anträge und einer davon trägt den Titel Renteneinheit verwirklichen, Lebensleistung anerkennen. Und ich finde, dieser Titel lässt schon sehr tief blicken. Wenn man das so liest, könnte man den Eindruck gewinnen, es gäbe keine Einheit in Deutschland und die Rente sei ein Zustand von Ungerechtigkeit, den es schnellstmöglich zu beheben gilt. Und das zieht sich, das ist schon auch unsere Beobachtung, schon immer wohlgemerkt durch alle rentenpolitischen Initiativen der Linken. Und das betrifft eben nicht nur verschiedene Berufsgruppen aus Zeiten der DDR, sondern vor allen Dingen auch alle Rentnerinnen und Rentner in Ost- und Westdeutschland. Das ist Ausdruck ihrer Politik des Schlechtmachens, des Kleinredens. Und das, was wir erreicht haben, was wir auf den Weg gebracht haben, was wir geleistet haben, worauf wir zu Recht stolz sein dürfen, eben einfach mal unter den Teppich zu kehren. Und jetzt ist es so, dass es zu Zeiten der Wiedervereinigung gar nicht möglich war, Rente in ganz Deutschland nach gleichen Maßstäben zu ermitteln. Die DDR war am Ende und sie war heruntergewirtschaftet. Und man hatte ein Land, eine Region, eine riesige Fläche mit vielen, vielen Menschen übernommen, wo Rentenansprüche natürlich erworben wurden, wo aber die Frage war, wo sind denn die Beiträge, die dem Ganzen gegenüberstehen? Woraus können wir das denn letztendlich auch finanzieren? Und man musste sich im Prinzip völlig neue Gedanken machen, wie man diese beiden Systeme, diese beiden Staaten und die Menschen zueinander, miteinander vereint und zusammenführt. Und es galt eben, zwei unterschiedliche Sozialversicherungssysteme miteinander in Einklang zu bringen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie schwierig das für die Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker der damaligen Zeit gewesen sein muss, das wirklich auch in einem gerechten, in einem richtigen Maße auch abzubilden. Und die größte Herausforderung, denke ich, lag wohl auch darin, Gerechtigkeit gerade auch für die Menschen außer die ehemaligen DDR im neuen Recht bestmöglich abzubilden. Und man muss ja bei all dem auch noch berücksichtigen, dass es natürlich auch darum ging, ja, das Verständnis von Gerechtigkeit auch der Menschen in den alten Bundesländern zu wahren. Denn das sind ja diejenigen, die das Ganze auch nicht nur damals, sondern auch heute maßgeblich auch finanziell mittragen. Und ich bin der Auffassung, ich bin der Überzeugung, dass dem mit dem Rentenüberleitungsgesetz genau das getan wurde, Rechnung getragen wurde. Und meine Damen und Herren, wir diskutieren ja heute nicht nur das Thema der Rentenangleichung Ost und West. Genauer genommen ist es ja eigentlich die Angleichung der Rentenwerte, nicht der Renten. Das muss man auch sagen. Das gehört auch zur Wahrheit. Sondern es geht natürlich auch heute einmal mehr um Berufsgruppen aus Zeiten der DDR, um Beschäftigte des Gesundheitswesens, um die sogenannten Krankenschwestern, aber auch um die Beschäftigten eben in der Carbochemie. Und wenn man sich intensiver mit solchen Fällen auseinandersetzt, natürlich auch mit den vielen anderen Berufsgruppen, die es in der DDR gab, die heute zu jenen gehören, die ihre Ansprüche einfordern und auch klagen, dann bin ich immer wieder erschrocken, wie der real existierende Sozialismus, wie die DDR mit ihren Beschäftigten eigentlich umgegangen ist. Da wurde eine Besserstellung im Rentenrecht etabliert, ja, mit der Begründung, weil die Löhne ja so schlecht seien. Was ist das bitte schön für ein Verständnis von Gerechtigkeit auch in der Rente, auch im Alter? Unser Recht heutzutage folgt der Auffassung, dass einer Rente immer auch Beiträge gegenüberstehen müssen. Und das ist letztendlich die Herausforderung, die Schwierigkeit, die uns immer wieder auch in dieser Debatte begegnet, wenn wir diese Fälle diskutieren. Und ich kann Ihnen wahrlich sagen, dass wir in den letzten Jahren sehr oft, sehr häufig und uns vor allen Dingen auch sehr intensiv mit diesen Schicksalen, mit diesen Menschen, diesen Berufsgruppen eben auch auseinandergesetzt haben. Aber es geht, und das ist das Schwierige an Politik, eben nicht nur darum, die Interessen Einzelner, möglicherweise auch die berechtigten Interessen Einzelner abzubilden, sondern immer das große Ganze im Blick zu haben und auch dafür gerade zu stehen. Und das auch zu verteidigen, und das auch 26 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen Birkwald? Ich würde erst mal gern fortfahren. Vielen Dank. Gut. Meine Damen und Herren, der Hochwertungsfaktor, das ist ein anderer Bereich im Bereich der Renten in Ost- und Westdeutschland, wovon insbesondere natürlich die Rentner in den neuen Ländern profitieren. Mit dem die ostdeutschen Löhne für die Berechnung der Rente heute hochgerechnet werden, ist eine Besonderheit der neuen Länder, von denen die Menschen eben auch bis heute profitieren. Und weil wir wissen, dass ein Zustand des Übergangs auch irgendwann beendet sein sollte, treibt uns natürlich um, wie wir solch eine Lösung vernünftig und generationengerecht umsetzen können. Und das schon seit langem. Und damit meine ich nicht das Wunschkonzert der Linken, sondern vernünftige Lösungen, die alle Menschen und alle Generationen in Deutschland im Blick behalten.
Vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum die Schaffung einheitlicher Maßstäbe bei der Rentenberechnung in Ost und West zum nunmehr dritten Mal im Koalitionsvertrag steht. Auch das, denke ich, kann man auch mal an dieser Stelle bemerken. Ich denke aber auch, dass es an der Zeit ist, hier aktiv zu werden. Aber nicht, weil es gilt, einen Zustand von Ungerechtigkeit zu beenden, so wie es von Ihnen immer wieder dargestellt wird, sondern weil es der Wunsch der Menschen ist. Die Rente ist ein Thema, das jeden in Deutschland bewegt. Und ich glaube, es gibt nicht viele Themen, die mit so viel Emotion debattiert werden. Schließlich geht es um etwas, was jeden von uns betrifft. Und Rente ist nun mal Ausdruck von geleisteter Arbeit und damit auch von Lebensleistung. Und so können sicher alle Abgeordneten, nicht nur in den neuen Bundesländern, auch in den alten Bundesländern bestätigen, dass die Frage der Rente in Ost und West Gegenstand eben vieler Gespräche ist. Ich möchte an dieser Stelle aber auch eines mal ganz deutlich sagen. Und das sage ich auch als jemand, der hier seine erste Legislatur im Deutschen Bundestag erlebt. Ich finde es bedauerlich, dass es in den letzten 26 Jahren offenbar nicht gelungen ist, die Vorzüge und Vorteile des geltenden Rentenrechts ausreichend zu verdeutlichen, den Menschen ausreichend zu verdeutlichen. Im Rentenwert Ost von aktuell 94,1% sehen einige leider bis heute nicht das, was es ist. Eine statistische Größe, nicht mehr und nicht weniger. Zusammen mit anderen Faktoren wie dem Hochwertungsfaktor entsteht eine Rente, die 40 Jahre Misswirtschaft und einen maroden Staat eben nicht einspeist und stattdessen für ein Rentendasein in Würde sorgt. 94,1% werden leider nicht als etwas betrachtet, was wir gemeinsam in einem Akt höchster innerdeutscher Solidarität erreicht haben. Der Rentenwert Ost, meine Damen und Herren, wird zu Unrecht als Ausdruck von Diskriminierung gesehen. Und daran, meine Damen und Herren, trägt DIE LINKE eine maßgebliche Mitverantwortung. Geht's doch? In Ihrem Antrag fordern Sie die Angleichung der Rentenwerte Ost und West in zwei Schritten, in nicht einmal zwei Jahren. Dafür wollen Sie die Steuerzahler kurzfristig in Milliardenhöhe belasten. Wenn das der Zeithorizont ist, mit dem Sie Politik betreiben, dann spricht das wahrlich nicht für Sie. Zeitgleich, und das ist das Scheinheilige an Ihrem Vorschlag, sollen die Löhne für die Rente im Osten weiter künstlich hochgewertet werden, bis man Ost- und Westdeutschland dasselbe verdient. Ich glaube, jeder von Ihnen hat schon einmal etwas davon gehört, dass Einkommensunterschiede nicht nur zwischen, dass es diese eben nicht nur zwischen Ost und West gibt, sondern auch zwischen Nord und Süd mit vielen und zwischen vielen Regionen. Und das wird auch immer so sein, meine Damen und Herren. Die Welt ist bunt, und wir werden nie ein Land schaffen, in dem man überall dasselbe verdient. Es wird immer leistungsstarke und weniger leistungsstarke Regionen geben. Und ich glaube, das Ideal, dem Sie hinterherlaufen, das werden Sie nie erreichen. Und das wird es nicht geben. Und das kann auch nicht unser Ziel sein. Schon deshalb ist eine Beibehaltung des Hochwertungsfaktors eben nicht gerechtfertigt. Und eine Vereinheitlichung rentenrechtlicher Unterschiede, die wir ja nun immer noch haben, muss deshalb auch mit der Abschaffung rentenrechtlicher Privilegien einhergehen. Es war immer klar, dass eine Angleichung auch den Abbau des Hochwertungsfaktors natürlich zur Folge hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Angleichung bedeutet nicht, dass man sich das Beste heraussucht und Unterschiede fortbestehen lässt. Hier dürfen auch verfassungsrechtliche Bedenken entgegenstehen. Und deshalb lehnen wir diese Vorschläge auch ab. Klar ist aber auch, dass eine Angleichung nicht zum Nachteil für ostdeutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwachsen darf. Sie profitieren natürlich aktuell noch vom Hochwertungsfaktor. Und dass eben hier kein Nachteil entsteht, das war immer Anliegen der Union und insbesondere auch der ostdeutschen CDU. Es ist deshalb gut, dass jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, der eine moderate Lösung vorschlägt. Meine Damen und Herren, es ist ja nun schon oft in der Presse auch diskutiert worden. Wir streben an, den Rentenwert in 7 Schritten ab 2018 zwischen Ost und West anzugleichen. Gleichzeitig wird der Hochwertungsfaktor zurückgefahren. Im Jahr 2025 soll dann dieser Prozess auch abgeschlossen sein. Wir haben dann ein bundeseinheitliches Rentenrecht, wenn Sie so wollen, einheitliche Rahmenbedingungen in Ost- und in Westdeutschland für die Ermittlung der Rente. Von einer längeren, schrittweisen Angleichung profitieren die ostdeutschen Arbeitnehmer, da ihnen dann auch vom Hochwertungsfaktor etwas länger erhalten bleibt. Und zeitgleich erfahren die Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland eine Besserstellung durch die schrittweise Anhöhung des Rentenwertes. Und meine Damen und Herren, ich halte das für einen guten, für einen diskutablen Vorschlag. Ich freue mich auf die anstehende Debatte und ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schimke. Das Wort für eine Kurzintervention hat der Kollege Birkwald.